Herzlich willkommen zurück zu Captive Minecraft 4 mit den Nikas. Geil. So, so erstmal Eisen brennen. Genau, während Max jetzt das Eisen brennt und sich davon ein weiteres Achievement verdient, hau ich die Kohle packe ich mal hier rein. Yeah. Oh mein Gott! Okay, ich brenne dann auch den Rest und mach mir dann eine Iron Pickaxe. Ja, aber nur eine. Das ist wichtig. Ja, natürlich nur. Ich hab nur für eine. Du hast nur drei Eisen. Obwohl, krieg ich mal für eine Schiefe für eine Iron Pickaxe? Nee, ne? Nee. Jetzt ist halt die Frage, ob wir drei Eisen direkt dafür... Ja, doch. Ja, doch, klar. Wofür willst du es sonst verschwenden? Ja, ja. Nee, wir müssen auch erstmal dann die Monumente fertig kriegen, deswegen... Eben. Müssen als nächstes sollten wir... Ja, wir sind ja schon relativ weit. Ja, Diamanten finden ist eigentlich als nächstes auf der Liste, deswegen... Also es geht jetzt irgendwie relativ schnell, was mich sehr ein bisschen verwundert. So jetzt haben wir es in zwei Folgen fertig, oh ne. Letztes Jahr hatte die andere Captive Minecraft, wie gesagt, das erste Captive Minecraft, ne, die gingen beide 12 Folgen, glaube ich. Nur bei einem ist eine Folge verloren gegangen. Oh. Aber die gingen ja, das passt 12. ja zu dir. Also wenn die beide 12 gingen und die haben die Schwierigkeit irgendwie 3 und 5 gehabt und der hier hat Schwierigkeit 1. Dann wird die hier weniger dauern, ne? Glaube ich auch. Mit dir auf jeden Fall viel weniger dauern. Ja, aber ist ja auch kein Problem. Ich meine, du hast ja sowieso wenig Zeit und musst das dann auch alles rendern und alles. Ja, ist ja gar nicht so schlecht. So, jetzt ist nur die Frage. Wo baue ich denn hier mal runter, ne? Nee, warte, das ist nicht so eine gute Idee, warte mal. Ja, doch so, okay, ich dachte, du baust jetzt straight down. Nein, doch nicht straight runter, ich bin doch nicht blöd. Okay, manchmal, aber... Ich würde ja dann empfehlen, so Schlangenlinien zu gehen. Oh, hier ist Clay. Ja, ich gehe wieder, Wendeltreppen-Style. Ach so, okay, das ist eine gute Idee. Weil unter uns müsste noch eine megere Höhle kommen, deswegen... Okay, ich hab noch mehr Eisen. Oh, hier riecht's, als hätte jemand gefurzt, aber außer mir ist keiner im Raum. Und ich war's nicht. Das ist sehr seltsam. Illuminati? Illuminati ist bei dir ein Furz. Genau. Das ist deren Job. Ich hab die dafür angeheuert. Dass du dich dann noch fragst. Hast du da Clay unten oder was baust du ab? Erde. LOL! In ein Zombie-Loch geflogen. Und ein Creeper war auch noch dabei. Na toll. Ein Clay habe ich. Aber das hatte ich vorher ja, auch schon. Dankeschön. So, wieder ab nach unten. Boah, ich baue mir gleich eine Eisenschaufel und schlag den damit auf die Fresse. Boah, ich habe hier noch ein Eisen. LOL, nein, ich habe noch mehr Eisen, ich baue mir ein Schwert. Pass auf, wir machen es so. Ja, warte. Oder ein Steinschwert? Ja, ich würde sagen... Erstmal ein Steinschwert. Wir lassen es bei einer Eisenpickaxe und die würde ich auch nicht verwenden. Ich würde auch Steinpickaxes verwenden, bis wir die erst haben, weil die... Okay. Iron Pickaxe, die ist wirklich... Da brauchen wir noch eine von für das... Und ich würde eher sagen, dass wir zwei Schwerter machen für uns, zwei Eisenschwerter, alles klar, ja. Muss ich die noch brennen. Die sollten wir schon machen, aber auf Rüstung sollten wir verzichten. Warte, oh, du brennst hier erstmal deinen Ton. Ja, warte, der Ton ist gleich fertig. Ja, der ist gleich fertig. Ich will die XP. Oh. Arschloch. Schön. Was soll das denn? So. Nee, Kollege, jetzt muss ich dich töten. Hä? Behalt doch mein Level. Blue Stain Clay, Yellow Stain Clay. Und ist das Red oder normal? Red, okay. Dann ist das hier der normale wahrscheinlich oder so. Was ist denn das nicht? Ach so, ja, die erst. Ne? Eisenschwert Nummer 1 habe ich. Okay. Ja, Eisenschwert Nummer 2. Ich frage mich gerade, wie wir das zum Färben hinkriegen. Ich weiß mal, wir haben noch zwei verzauberte Bücher hier drauf. Was ist denn das? Ne, Moment mal, das sind zwei normale Bücher. Ja, was steht denn da drin? Ich gucke. Was? Torn Journal Entry. Day 34, warte, das ist Day 34 und das hier ist Day 18. Okay, Day 18. I have finally reached the area marked on the map. Today I will... Today will be spent setting up camp. Then tomorrow I can begin to dig downwards. Dig. So. Dig it. Day, LOL, wie viele Zombies sind. Day 33. An avalanche has buried my escape route back to the surface. Without a shovel, I have no choice. Was? Achso,
Jetzt habe ich mich verlesen, okay. Without a shovel I have no choice but to stay underground until this winter starts and the ice starts melting. Ja, sorry. Ist gut. Alles klar, wir finden hier anscheinend solche geilen Bücher von unserem komischen Typen. Ich guck mal, ob wir... Oh lol, scheiße, ich bin ins Zombie-Loch gefallen. Nein! 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 Hier ist ein Zombie-Spawner! Das ist Zombie-Spawner? Das ist ein Zombie-Spawner, ich geh mit meiner Pickaxe runter und baue den auf. Du hast mir mein Schwert übrigens nicht gegeben, ne, du geil. Geile Sau. Oh lol! Kannst du mir mein Schwert eben geben? Wo auch immer du bist. Hier kam ein Creeper von oben und hat unsere Treppe weggehauen. Wie von oben? Bist du oben? Ja, du kannst, Mann, du kannst Creeper einfach nicht, ey, Mann. Ich hab den nicht gesehen, der kam von hinten angefickt. Hier ist dein Iron Sword. Hier ist dein Iron Sword! Jetzt heb dein Iron Sword auf. Hör auf, sag nicht, sag bitte das Sword. Das kotzt mich. Ja, ich weiß, dass Sword richtig ist. Das habe ich mir wegen anderen Vollidioten angewöhnt. So, Moment, die hier können jetzt erstmal weg, die brauchen wir nicht. Und dann muss ich da oben erstmal alles wieder... Was ist das denn hier? Warum liegt jetzt hier drin Kies? What the fuck? Verpisst euch! Ich muss den Spawner abbauen. Jetzt warte doch mal. Ja! Spawner ist abgebaut. Gut. Das war meine Suicide-Mission. Sind da denn auch Kisten drin? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann sind sie jetzt vom Creeper weggesprengt. Oh nein, das könnte aber dann ein Fehler in der Map sein, ne? Wie Fehler in der Map? Fehler in der Matrix? Ja, wahrscheinlich hätten wir in den Kisten was bekommen müssen. Oh mein Gott, oben ist doch noch eine Kiste. Oben ist eine, an die wir jetzt rankommen. Ja, das wollte ich sowieso gerade überprüfen. Aber dann bist du ja da. Ne? Vor Wintereinbruch plötzlich. Was machst du da? Du hast eine Treppe verkackt. Die oberste Stufe muss weg. Ich baue schon hier wieder auf. Okay, bau auf. Ich bin zu inkompetent dafür. Ne, das ist Kies. Das sollte ich nicht verwenden. So. Hä? Ach so, und dann hier, dann kann man hier hoch. So, hier ist eine Kiste, an die wir rankommen, oder? Nein, die ist noch ein Achievement außer Reichweite. Nein. Sah letztes Mal schon so aus, aber... Scheiße, ey. Mensch. Da habe ich mich gerade echt angehört wie Sepp. Nein! Oh, nein! Mensch. Richtig wenig Enthusiasmus. Gespielter Enthusiasmus. So, also oben kommen wir noch nicht dran. Hä, wo oben? Oh lol, Skelett. Hey, da ist doch eine Kiste, an die wir rankommen. Ja, aber das ist die alte, glaube ich. Nee. Echt? Ich baue ja alle Kisten ab, sobald ich die hab. Oh. Da ist wieder ein Buch von John irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. John Travolta. Musste ich auch dran denken, als ich das gesagt habe. So, dann gucken wir mal. Day 29. My shovel broke today, but I found the ancient monuments buried deep in the snow. If I just had some hardened clay blocks. Hier ist eine Kiste unten, aber da kommen wir nicht dran. Surely restore them all to their original state. Gut. Wir brauchen was zum Färben auch auf jeden Fall. Brauche eine Fackel. Mein Schwert sollte ich vielleicht nicht wegwerfen. Brauche eine Fackel. Das wäre nice, eine Fackel. Eine fucking Fackel. Ich bring mich mal eben um, dass ich wieder volle Leben. Ich bring mich mal nur mal kurz um, ne? Jo. Und dann komme ich mal runter zu dir. Scheiß Emo. Ich mache mir eben noch eine Steinspitzhacke da, obwohl ne, wir haben keinen Stein mehr. Hast du Stein noch? Hast du Stein? Ja, eine Menge. Kannst du mir mal eben was für eine Steinspitzhacke geben? Komm grad runter. Natürlich, aber ich muss gerade mit Stein hier eine Treppe hochbauen. Ja, ich bräuchte ja nur 3 Stück. Hallo. Wie mache ich das jetzt am besten? What the fuck? Was machst du da? Ja, gib mir 4. Ich weiß. Gib nicht. Mir 4 und ich baue dir die Treppe hier hoch. Dann halt nicht. Eins. 2, 3, 4. So, warte. So. Nein, fuck, der ist ja ein zu hoch. So. Och man. Dann muss mir jetzt noch 2 geben. Warte. Dankeschön. Was kriegst du hin, ne? Was? Du Arschloch! Ja, ich hab versucht, es ging nicht. Jetzt mach den Rest da.
Ja, ich hab versucht, das ging nicht. Halt doch deine Fresse, Junge. Ja, du kannst da doch jetzt easy zu Ende bauen. Jetzt mach doch auf mit der Scheiße da, ey. So. Wir haben, glaube ich, noch nicht einen Steinsack, oder? Nee. Gut. Nee, gut. So. Fackeln haben wir aber auch jetzt wirklich keine mehr. Doch, gut. Nee, gut. Doch, gut. Nee. Was denn jetzt? Ich komme mal wieder ist runter. Ist nee gut oder doch gut? Ich komme jetzt erstmal wieder runter. Das ist erstmal gut. So. Hallo. Dann gucken wir uns da unten mal um. Ich suche auch mal nach Diamonds mit dir, ja? Oh, das... warte. Ich muss eine Rabbit Stew. Oder haben wir noch besseres Fleisch? Nee, sonst bring ich einfach um, wenn du an Hunger stirbst. Weil, jetzt ganz ehrlich. Nee, ich sterbe an Leben. Ach so. Ja, dann bring dich um. Bring dich einfach um, du Hurensohn. Ja, nee, bring mich um. Bring mich um. Nein, bring du mich okay, um. Ich bring dich um. Oh, danke. Oh, das ging wirklich schnell. Da ist ja noch Eisen. Das hast du total übersehen. Oh nein, hab ich statt. So. Alles klar. Und wenn eine Clay sie ist, auch sofort abbauen. Ja, das sieht mir tatsächlich, ja, da tatsächlich, da ist eine Kiste kaputt gegangen. Eine andere ist zwar noch da, aber da ist eine kaputt gegangen. Und den Stuff daraus? Der ist, glaube ich, gerade vor meinen Augen decayed. Nicht im Ernst. Also die eine Kiste ist auf jeden Fall am Arsch. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ja, hier ist aber einfach ein Creeper hochgegangen. Die ja. Habe ich nicht mal gesehen. Ja, ich habe auf einmal nur gehört, bumm. Wie gesagt, ja, du kannst Creeper scheiße. Nicht. Das ist natürlich doof dann, wenn da ausgerechnet einer... Ja, ja. Erstens das und also zweitens habe ich den nicht mehr kommen sehen. Wir können nur hoffen... Nee, da muss eigentlich was drin gewesen sein für uns. Da muss eigentlich irgendwas Wichtiges drin... Das muss ich jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, mal eben nachgucken im Internet, was da drin gewesen wäre. In der Kiste. Nur wie soll ich das machen? Ja, such Captain Minecraft Chats in der Höhle. In der Höhle. Ich muss mal eben gucken, wie lange die Aufnahme noch geht. Die geht noch 8 Minuten, das kann ich nie machen. Das müssen wir nachher nachgucken. Wir müssen jetzt erstmal Dias suchen. Scheiße, ey. Ja, es gibt halt auch so Sachen, wo auch der Map-Ersteller mal nicht mitdenkt, dass es auch Leute gibt, die nicht PvP können in Minecraft. PvE. Ich glaube, PvP wäre genauso schlecht, oder? Ja. PvP bin ich tatsächlich nicht so geil drin. Ist nicht gerade überraschend, aber ist halt so. Vielleicht nicht so ganz an der Weltgrenze. Boah, kannst du versuchen, etwas mehr in die Mitte nachzukommen? Oh, meine Fresse. Ja, Frau Prinzessin. Ja, schon die nächsten Zombies. Das müsste jetzt, also ganz in der Nähe ist die Mega-Höhle wahrscheinlich. Die Mega-Höhle, was? Die Mega... Oh mein Gott! Oh, lol. What the fuck? Das ist natürlich... Scheiße! Ach du Scheiße! Das ist die Kiste! Erstmal die Kiste! Kompass! Yay! Ja, das ist schön! Wieso hau ich mit meiner Spitzhacke auf ihn ein? Der Eisenspitze hat zum Glück, aber... Trotzdem, wieso bin ich so blöd? Oh Gott, ich sterbe! Ich auch! Ich hab 2,5 Herzen! Wo ist das Skelett, verdammt? Es läuft hier irgendwo rum. Ich weiß es nicht. Es läuft hier irgendwo rum. Es beobachtet uns. Ah! Oh, das waren nur Pfeile. Oh lol! Oh. Ich laufe hier so rum, dachte, das wäre ein Steinspring drauf, Skelett. So, ach, jetzt habe ich... Oh, shit. Ja, komm mal, gehen wir mal hier runter. Oh mein Gott! Ey, da ist ein Skelett ohne Bogen, lol. Ja, habe ich vorhin auch schon eins gesehen. Lol, muss ja. Neu sein. Fuck, warte. Nein, du Wichser! Oh Scheiße! Oh, das war zu schön. Hier ist ein Creeper bei uns! Jetzt mehr! Und Baby-Zombie! Ah, fuck! Nein! Och Gott sei Dank, der Creeper. Gesehen, gehört, meine ich. Was ja, der Creeper hat einen Block kaputt gemacht. Scheiße! Der Creeper hat einen Block zerstört. Ach doch, Moment, die Säule hat er kaputt. Ja, egal. Ich wurde weggefickt. Ja, ich hab's schon gehört. Ich komm grad wieder runter und hier sind schon wieder neue Zombies gespawnt, weißt? Oh Mann, wir brauchen Fackeln. Wir haben Fackeln, verdammt. Hä? Ich hab 4 Fackeln noch. Gerade aus der Kiste bekommen. Ich geh mal runter und mach noch mal mehrere. Ich setz hier schon mal welche hin. Dass es hier ein bisschen heller wird, ey.
So, mehr habe ich nicht. Oh, ganz viel XP. So, ist jetzt hier ich ergötze mich. Nein! Ich ergötze mich mehr XP. Guck mal, der eine Creeper hat einen anderen Creeper gekillt. Nice. Ich weiß. So, jetzt müssen wir hier... Das war mein Ziel. Ich würde sagen, hier unten geht jetzt die nächste Wendeltreppe weiter. Hier so. Hm, dann mach mal. Hast du eine große Wendeltreppe gebaut? Also mit Raum zum Gehen? So? Nö. Oder nicht? Naja, wie Raum zum Gehen? Ja, dass man nicht an die Decke immer stößt. Ja, das habe ich gemacht. Okay. Meistens. Also ich habe es total irregulär gemacht. Warte, ich muss mal auf Amazon gucken, wann mein Ding ist. Okay, warte. Einzelheiten zur Sendungsverfolgung. Lieferrad Logistikzentrum verlassen. Ja, das kann ja, vieles heißen. Warte. Ach, die Lava, die ich vorhin gesehen habe. Eine Schallplatte und Clay und gehört hab. Auch. Geil. Eisen. Sweet, sweet Eisen. Oh, this sweet, sweet, Kiste. Sweet victory. Nicht abbauen. Ach, ich dachte schon. Nein, ich bin noch nicht blöd, Alter. Oh, hier ist Pumpkin Pie. Oh, Ton. Oh, Gold. Ich hab Pumpkin Pie und Gold. Ey! Ich wollte die Kiste abbauen, lass das. So. Da guckt mich, ein Versicherungs Eintreiber ein. An ein. Ist tot. Oh, this sweet, sweet, sweet victory. Oh, noch Clay, nice. Clay, wir brauchen überall Clay. Na, noch mehr Clay unter dir. Ich geb dir mal den Clay, den ich hab. Okay. So, zurück zur Lava, wir brauchen Dias. Dias, und danach guck ich im Internet mal, während... Ne, Moment, hier geht's nicht weiter. Wir müssen uns noch tiefer, glaube ich, bauen. Oder hier. Natürlich müssen wir uns noch tiefer bauen. Lass mal hier so. Ja, dann mach mal. Dann damit ich mich zurücklehnen kann und gucken kann, was ich mir auf Amazon noch so kaufen kann, weil ich habe mir überlegt, neue Kopfhörer zu kaufen, aber ich weiß halt einfach nicht welche. Ja, damit hat sich die Sache mit dem Unterbauen auch erledigt. Nein, verstopf einfach an der Seite da. Ja. Wow. Verstopf doch einfach die Seite. Ich kann hier nirgendwo was setzen, warum? Was soll ich tun? Ja, geht doch. Genau, jetzt baue ich runter. Boah, da ist Lava. Was eine Überraschung. Nico, wir müssen auf der Höhe bleiben. Das Konzept. Dann lass uns auf der Höhe bleiben und erstmal nach Dias graben hier. Alles klar. Das wird schon gut gehen. Ja, wow. Alles klar. Heidewitzka. Wir sind auf Höhe 140. Ja, gut. Hier werden wir keine Dias finden. Doch, die sind in der Map drin. Sagen wir es so. Werden die irgendwo in der Map drin sein. Die wurden gesetzt. Ja klar. Vom Sneaky Sneaky Map Ersteller. Sneaky Pete, genau. Sneaky Pete. Meat Pete. Och nein. Nee, das hat mir nicht gefallen. Das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Also, ich hab erst die ersten zwei Folgen. Ich hab nur die erste gesehen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Ey, ich fand das so lustig. Ich finde den Artstyle auch super. Ich finde es halt schade, dass da... Es gibt halt kein Audio zu den Sprechern. Ja, aber das, wenn da halt eine andere Stimme gewesen wäre als die von Gronk, wäre ja scheiße. Von wem? Aber ich finde Meat Pete kacke. Ich hätte Pete's Meat besser gefunden. Das habe ich mir nämlich auch schon länger mal durch den Kopf gehen lassen. Das fand ich immer lustig. Echt? Ja. Weil das ja gut, Pete's Meat wäre echt geiler gewesen. Also ich hätte schwören können, dass auf dem Plakat sogar noch Hardy drauf war, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Plakat ja nur für eine Sekunde oder so gesehen. Ich habe eine Kuh gehört. Buh. Hier unten drin. Ich fand das Pete's Meat Spiel fand ich auch genial. Ich höre hier ganz eindeutig eine Kuh. Kennst du das? Halt mal. Hier unten ist definitiv eine Kuh bei uns. Ah, ich brauche eine neue Pickaxe. Komme ich hier eigentlich wieder raus? Das habe ich mich auch gefragt. Wo ist denn unsere Treppe? Ach, die hast du noch gar nicht zu Ende gebaut, du Honk. Wie habe ich noch gar nicht zu Ende gebaut? Du warst das doch! Was? Verpiss dich mal da. Verpiss dich doch!
Mann, verpiss dich doch, du Hurensohn. Verpiss dich, Mann. Meet Pete. So, Meet Pete, Meet Pete. Der Timer sagt mir, es ist wieder Zeit, die Folge zu beenden. In der nächsten Folge, hoffentlich finden wir da in der nächsten Folge Diamanten, ja, das wäre echt sexuell. Und dann würde ich sagen, mega sexuell, Alter. Sehen wir uns beim nächsten Mal bei Captive Minecraft 4. Ich bin Nico von den Icas und das ist Max von den Icas. Und wir bedanken euch. Bis auf Wiedersehen. Tschüss.